Ben Decker und Michael Weber erwartet an ihrem nächsten Einsatzort ein erschreckender Anblick. Ein Mann scheint einen kleinen Jungen zu bedrohen. Na los! Hey! Hey! Hey, ist die Polizei! Hey! Die Kettensäge weg! Die Kettensäge weg! Die Kettensäge weg! Ich sag's nicht nochmal! Halt schnell noch den Schuss ab. Weg, 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 weg. Machen Sie das. Was ist los? Hä? Der Baum ist weg. Der erinnert sich sehr an den Vater. Nein! Ist mir im Nachhinein. Jetzt erstmal handfesten an. Ich hab den kaputt gemacht. Der ist nicht gut für meine Schwester. Was soll der Blödsinn? Der Junge steht da? Der ist nicht gut für meine Schwester. Der Baum muss weg. Ja, nein. Oder wollten Sie ihn mit wegsägen oder was? Ich wollte die Ketten losmachen, damit er weg kann. Damit nein, der Baum kommt nicht weg. Locker lassen. Hast du ihn? Hast du ihn? Ja. Okay. Pass auf, Sie bleiben da. Bleiben Sie mal da. Was ist los? Du hast dich selber da festgekettet? Ja, weil er will den Baum von meinem Vater wegmachen, den er zu meiner Geburt gemacht hat. Okay. Und das möchtest du nicht? Ja. Okay, also du bist schon mal in den Anfangsstadien von Greenpeace, ja? Ja. Wie hast du das denn festgemacht hier? Ja. Ja, weißt du was? Komm, das hast du schön gemacht. Okay. Ich hab auch einen Schlüssel. Die Eltern des Jungen leben in Trennung. Damit seine Schwester nicht immer an ihren Ex-Mann erinnert wird, wollte der Onkel den Baum fällen. Für diese Aktion fehlt den Beamten jedes Verständnis. Wir kommen hier an, Sie stehen mit einer laufenden Kettensäge von einem Kind. Ja, ich habe mir die Chance, und das ist auch noch der Enkel oder Neffe? Oder? Hast du Kopfschmerzen oder was? Nimmst du Alkohol, Drogen? Nein. Unter Drogenkonsum? Nein. Kannst du aber trotzdem den Baum wegmachen. Ich habe mir ja die Chance gesagt, dass er weggeht. Du wohnst? Ach so. Ich hab ja gesagt, ich mach die Ketten los, dann gehst du weg. Genau. So, du wohnst hier, ja? Wo sind denn deine Eltern? Meine Mama ist gerade nicht da, die ist beim Arzt. So, und wie lange stehst du jetzt schon da? 10 Minuten. Ja, sollen wir mal ins Warme gehen? Du musst doch schon durchgefroren sein, ne? Ja. Ja, lass mal die Kette mal da, dann gehen wir mal vor. Und warum sind Sie hier? Weil ich auf die Kinder aufpasse und ja, haben wir gesehen. Schwester ein bisschen hier einen Gefallen tun wollte, weil der Mann nichts los ist. Auf dem Weg ins Haus treffen die Beamten auf die Mutter des Achtjährigen. Was zu diesem Zeitpunkt niemand wissen kann, auch die Schwester des Jungen ist in Gefahr. Wir sind hier so. Hä? Erstmal ihm geht's gut. Das ist erstmal das Wichtigste. Er wollte den Papa wegmachen, den er zu meiner Geburt gepflanzt hat. Wir sind ja zu einer Ruhestörung gerufen worden. Dann hab ich mich am Baum gefesselt, weil er den wegmachen wollte. Okay, Schatz, lass uns mal bei den Wir kommen hier rein. Die Situation ist folgende. Ihr Sohn ist Ihr Sohn, ne? Ja, ist an den Baum gekettet, hat er sich wohl selber dran gemacht. Und Ihr, was ist das? Bruder? Bruder? Ja, das ist mein Bruder. Ihr Bruder steht mit einer laufenden Kettensäge direkt vor Ihrem Sohn und will den Baum fällen. Ich wollte dir nur einen Gefallen tun, weil der Baum, der erinnert sich zu sehr an einen Mann, dessen nichts nutzt. Da wollte ich dir aber mal Gefallen tun. Hast du noch alle Tassen im Schrank, das Kind zu bedrohen? Nimmt der Drogen oder? Nee, normalerweise. Ich kenne, der sollte auf die Kinder aufpassen. Ich war beim Arzt. Ja, und ich wollte dir aber einen Gefallen tun und den Baum wegmachen, weil er einfach zu sehr daran erinnert. Baum wegmachen? Damit die Erinnerung an einen Mann weg ist. Ja, ich habe doch eine Tochter. Wo ist eigentlich die, wo ist Melanie? Die ist auch im Spiel, draußen am Spiel. Die ist krank. Die ist krank, du solltest auf sie aufhören, die sollte im Haus bleiben. Ja, die wollte ja nur ein bisschen spielen, habe ich gesagt, ja, komm, dann kannst du noch ein paar Minuten spielen. Wo ist sie bitte? Wo ist Melanie? Die ist auf jeden Fall rausgegangen, die ist rausgegangen und wollte spielen. Können wir bitte im Haus schauen? Ja, klar, gehen Sie vor. Die Mutter spürt, dass ihr aggressiver Bruder etwas mit dem Verschwinden der 10-jährigen Tochter zu tun hat. Im Haus folgt die nächste böse Überraschung. Henning, ist es dein Werk? Wo ist mein Plattenspieler? Weiß ich nicht. Mein Kind ist weg. Melanie? Lassen Sie mal sitzen hier, weil das ist mir ja zu unsicher. Setz dich mal hin und da bleiben Sie sitzen. Dein Auto steht vor der Tür. Hast du da den Plattenspieler? Was für ein Plattenspieler? Hier neben dem Fernseher war mein Plattenspieler. Ich möchte bitte meine Tochter. Also haben wir jetzt hier eventuell ein vermisstes Kind. Gucken Sie mal bitte auf Toilette und überall hier in den Räumlichkeiten. Ich gucke. Melanie? Ja? Während Michael Weber mit der besorgten Mutter das Haus durchsucht, erhöht Ben Decker den Druck auf den Verdächtigen. Ohne Erfolg. Der Mann schweigt hartnäckig zum Verbleib seiner Nichte. Melanie, da ist meine Tochter. Ja, mach doch mal Tür auf. Aufmachen. Mach mal auf. Mach mal Tür auf. Nicht. Okay. Ich hol mal Schlüssel. Warte, nicht auf die Scheibe. Schatz, alles gut, Schatz, okay? Hast du mal einen Schlüssel? Haben Sie einen Schlüssel von dem Fahrzeug? Haben Sie einen Schlüssel von dem Fahrzeug? Was ist denn? Die Kleine ist im Auto eingeschlossen. Wo ist denn der Schlüssel von dem Fahrzeug? Haben Sie ihn? Ich hab ihn. Ist das Kind da drin? Ja, die Kleine ist da drin. Zu fassen. So, ganz ruhig. So, ganz ruhig. Geht's dir gut? Alles gut?
Oh Mann, was ist hier los? Der alles ist gut? Mit dem Auto eingesperrt. Ja. Wer denn? Henning, ganz ruhig, ganz ruhig. Der wollte die Sachen von Papa wegtun. Du bist nicht verletzt oder so, oder? Alles nee? Gut, hat er dich nicht angepasst, okay. Hat er nichts gemacht. Was ist denn mit dem los heute? So. Was ist mit ihm nicht noch? Jetzt mal nochmal. Ich komme immer zu kurz. Ich komme immer zu kurz. Ich bekomme gar nichts. Und jetzt wollte ich mir einfach mal ein bisschen was verschaffen von dem Erbe und habe mir die Sachen halt ein bisschen ins Auto gepackt. Endlich kommt das vollständige Motiv ans Licht. Die kürzlich verstorbene Tante hat der 39-Jährigen alles vermacht. Ihr Bruder hat nur den Pflichtteil bekommen. Der Verdächtige wollte sich nun an den Sachen des Ex-Mannes bereichern und sich mit dem Verkauf seinen Anteil zurückholen. Seiner Schwester fehlt dafür jedes Verständnis. Du gehörst in die Psychiatrie? Was ist denn los? Du bist doch mein Bruder. Was ist denn plötzlich in dich gefahren? Ich muss dir was vom Erbe verschaffen. Ich komme nur zu kurz. Frag mich doch, wenn du Geld brauchst, aber bedroh doch nicht die Kinder. Das sind deine Nichte und dein Neffe. Ich habe ihnen ja die Chance gegeben. Ich habe dir ein Auto geschaut, damit dir nichts passiert. Und ihnen habe ich ja die Chance gegeben, wegzugehen. Haben sie schon schön Preise rausgesucht? Ja. Also das haben sie ja schon im Vorfeld gemacht, das haben sie ja heute gemacht. Also mit dem Vorsatz, jetzt in die Wohnung rein, die Sachen rauszuräumen. Ich wollte ja was von dem Erbe was haben, deswegen habe ich mir geguckt, was halt wertvoll ist, damit ich auch ein bisschen was davon habe. Ja, was hätten sie jetzt gemacht, wenn wir nicht gekommen wären? Hätten sie ihn dann zersägt oder was? Ich hätte die Ketten losgemacht und den Baum abgesägt. Wenn es zu Erbschaften kommt, ist es nicht selten der Fall, dass da irgendwelche Streitigkeiten unter den Familienangehörigkeiten existieren oder entstehen. Weil irgendeiner fühlt sich immer benachteiligt. Was der Herr Vogt hier gemacht hat, ist natürlich absolut, geht gar nicht. Also, wie auf eigene Faust sich zu bereichern, die Kinder zu gefährden und zu fesseln, moralisch total verwerflich und natürlich auch absolut strafbar. Für Erbschaften, da gibt es Anwälte, Notare, die sowas regeln, da kann man sich nicht auf eigene Faust bedienen. Der Bruder muss sich wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Diebstahls vor Gericht verantworten.